Servus Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Koop-Ausgabe in Formel 1. Dieses Mal ist der Grand Prix von Spanien dran. Und ich bin natürlich nicht alleine mit dabei, sondern mein Teamkollege der Ray ist mit dabei. Ja, servus. Der Kai ist mit dabei. Moin. Der Viper, der Pace, der Lukas, der René Hallöchen. Und der Michle. Mir ist die Pause einfach immer Team zu lang. McLaren ist wieder geschlossen am Start. So, die unwichtigen Personen haben wir ganz, ganz schnell gemacht. Ich wollte gerade sagen, erst lässt er alle Hallo sagen und dann so, ja, und der Rest ist auch. Und halt so der Rest, ja. Ja, es dauert sonst zu lange, Mensch. Ja, ich würde sagen, wir starten. Also als Hinweis nochmal für die Leute, die vielleicht zum ersten Mal einschalten, die Strecken werden vom Zufallsgenerator festgelegt, deswegen, da gibt es keine vorher bestimmte Meisterschaft, wie wir sie abfahren, sondern genau. Ja, wir erfahren es auch am Abend selbst erst. Ich kann irgendwie nicht bereit drücken, jetzt doch. Wunderbar. Und auch noch wichtig zu sagen, die Tabelle, die aktuelle nach dem ersten Rennen zumindest, die Ergebnisse, die kann man jetzt auch nachschauen. Dazu ist ein Link in der Videobeschreibung jeweils, wo man draufklicken kann und dann kann man schon mal schauen, wie momentan die Tabellensituation so aussieht. Ja. Ja, und ich kann nur sagen, ich empfehle euch, die Videos der anderen schon mal zu schauen. Also die ersten Teile, war ich leider nicht dabei. Also nur, wenn Leute bei mir verwirrt sein sollten, warum Rennen 2 im Titel steht und Rennen 1 nicht da ist. Du warst gar nicht da? Hab ich gar nicht mitgekriegt. Danke, danke. Ja, Spaß. Also Bottas ist genauso schlecht gefahren wie du. Also von Lena war kein Unterschied. Ja, ich gehe dann wieder. Rennen 2 zählt auch rum. Sagt der Letzte wurde im letzten Rennen. Also. Ist hier direkt richtig schön bekommen. Bottas feiert. Ja, egal, so, ich nehme jetzt das so. Ja, Katalonia. Oh, ich wollte noch Tire tauschen. Ich weiß noch nicht, was ist da? Hast du nicht die mittlere Option genommen? Ja, also ich habe extreme, das als Hinweis schon, extreme Frame-Probleme im Menü, warum auch immer. Allerdings beim Fahren sollte das nicht so sein. Ja, Formel 1 hat sich da manchmal so ein bisschen, ne? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, da kam auch irgendein Update irgendwas raus, weil ich musste nämlich so eine komische Lizenzvereinbarung akzeptieren auf einmal. Ja, und irgendwie. Akzeptieren Sie diese Frame-Brüche? Ja, nein. Einfach auf Ja. Okay, wenn du sie nicht akzeptierst, passt bitte. Also, Punkt Nummer 1. Wir haben ja das vorgefertigte Setup von TRL Limitless und so. Aber wir haben uns darauf geeinigt, dass wir die Balance ein bisschen nach vorne stellen können. Also um einen Punkt. Die Fahrzeuggewichtsverteilung. Genau, also man darf entweder Standard, das, was das Setup vorgibt, die 11 oder 10 nehmen. Das ist jetzt jedem freigestellt, das haben wir uns entschieden. Am Schluss nimmt jetzt doch jeder, glaubt, die 11. Vielleicht. Vielleicht, ich weiß es. Vielleicht darf man den Bremsdruck eigentlich ändern? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Nein, nur das, was du auch während der Fahrt ändern kannst, also den Vorderflügel, also Flügel jetzt vorm Quali noch komplett, dann während im Rennen und so weiter nur den vorderen Flügel. Das Diff. Ach, warte mal, Wetter. Mit Gas ist es, glaube ich, und die Verteilung, die Vorderrad-Bremskraftverteilung. Boah. Kein Regenrennen. Kein Regen, bleibt's trocken. Ja. Das ist ja also so eine Wolke ist halt, aber ich glaube, das steht dafür, dass es trocken ist. Ja, so, was wollte ich denn jetzt hier? Das. Los geht's. Vorher frei. So, welche Reifen nehme ich? Kann ich nicht akzeptieren. Kann ich rausfahren, ohne dass ich die Scheiße akzeptiere? So, ja, was man auch sagen kann, bevor ich jetzt gleich rausfahre, wir haben eine Änderung, oder eigentlich genauer gesagt zwei Änderungen nochmal, was hoffentlich das ganze Format ein bisschen verbessern wird, um dem Ganzen auch ein bisschen taktische Tiefe zu geben. Und zwar wird es am Ende des Qualifyings eine Taktikbesprechung des jeweiligen Teams geben. Das heißt, da wo ihr jetzt schaut, das Team werdet ihr hören und der Teamkollege selbstverständlich. Und genau, da wird dann so ein bisschen schon besprochen, wie geht man halt an das Rennen ran, was für eine Reifenstrategie wollen wir machen und so weiter und so fort. Damit kommt einfach wieder ein bisschen mehr Taktik mit rein. Im Rennen selber sind wir dann alle wieder zusammen, aber man weiß halt immerhin, okay, was ist ungefähr die Marschroute, was macht der Teamkollege oder was hat der Teamkollege vor. Man kann sich dann vielleicht auch so wie in der echten Formel 1 so gewisse Codewörter merken oder so. Schildkröte an Adler. Ja. Die Bulldogge ist gelandet, die Bulldogge ist gelandet. Genau, sowas halt. Und beim Rennen, also in der morgigen Folge, wird es dann, wie auch in der 2015er Saison, das wurde sich wieder gewünscht und ist auch absolut richtig so, noch eine kleine Nachbesprechung geben, indem wir einfach nochmal kurz das Rennen Revue passieren lassen, nochmal kurz vielleicht geil, ein paar Highlights eingehen. Meine Chance, Michel so richtig anzumaulen. Ja, ihr wart auf jeden Fall das absolute Highlight. Also wenn in den Kommentaren über irgendwas geredet wurde, dann über die McLaren-Harmonie. Also McLaren heißt jetzt nicht McLaren Honda, sondern McLaren Harmonie. Ja, richtig.
Ja, Michels Erfolg ist ihm halt schon ein bisschen zu Kopf gestiegen. Ne? Und dann die Arroganz, die ließ sich da schon fühlen im ersten Rennen. Das sagt hier der Alonso-Darsteller. Da kann ich nichts für, dass du natürlich in deiner Dominanz hier verlangt hast, dass du Button fährst. Ja. Oh, Pace. Ja. Ja, ich sag nur, ich hab's gesehen. Okay. Ja, aber ich glaube, das macht dich eher langsamer. Also, ja. In F1 2016 ist über Körbfahren echt so eine ausbremsende Sache. Hat da jemand abgekürzt? Ein bisschen. René? Ja, eher zu früh gebremst und dann der Lenkwinkel nicht mehr angepasst. Oh, ja. Was? Echt jetzt? Oh, scheiße, sorry. Das war keine Ja, wir haben ja wieder ein Training vorher gemacht, zum bisschen zum Einfahren. Da war, ich weiß gar nicht, wie es vorne aussah. Ich war nämlich diesmal ein bisschen hinten im hinteren Feld. Aber ich glaube, Viper war der Schnellste. Ja. Ich war Zweitschnellster, dann Michel. Dann Pace. Was? Schade. Ja, Pace, du warst heute einfach scheiße. Ja. Nein, das meine ich nicht, aber... Lebt damit. Ja, Katalonien, eine Strecke, die ich eigentlich, oder eine Strecke, einfach mal, um es allgemein zu sagen, sehr ausgewogen ist. Es ist alles so ein bisschen dabei. Man hat schnelle Kurven, langsame Kurven, gerade, hat man auch. Schnelle. Langgezogene Kurven. Schikanen, also alles dabei. Also es ist eigentlich eine perfekte Teststrecke. Also ich nutze sie zum Beispiel in Forza gerne, wenn ich irgendwelche Setups erstelle oder so. Da lasse ich immer die Autos auf Katalonien los. Ja, und die echte das sollte, meinen, dass man auf der Strecke dadurch ein richtiger Fuchs ist, aber in meinem Fall ist es nicht so. Ich bin da richtig langsam. Genau. Naja, was soll's. Ich wollte vor der Aufnahme auch noch sagen an euch, passt auf, die KI ist hier richtig stark, aber als ich dann gemerkt habe, wie langsam ich im Training war, hat sich das jetzt erübrigt. Ich glaube einfach, ich bin einfach so langsam. Naja, mal gucken. Die Frage ist ja, ob die echte Formel 1 ja auch aus dem Grund testet oder Alter. Weil einfach das geografisch am besten ist. Ich weiß nicht, die haben ja jetzt auch in Jerez oder so getestet, oder nicht? Stimmt, ja, nee. Spanien. Jerez haben die aber schon immer getestet. Ja, aber diese Saison nicht. Dieses Jahr ja nicht. Diesmal haben sie ja zweimal Katalonien. Ja, ich denke halt mal einfach auch wegen der Lage, oder? Weil da halt einfach trocken ist und... Ja, wahrscheinlich ist es auch gut angebunden so, zwecks Logistik. Ja, ja klar, die meisten sind ja in Europa, oder sind glaube alle, ich weiß gar nicht. Und, bis auf Haas, ja. Wo sind die? Achso, Amerika. So. Ja, ich fahre jetzt halt einfach auch mal raus. Park für mich. Ja, ja, passt. So. Meine Zuschauer werden jetzt gleich einen Schock bekommen. Ich habe nämlich an den Kameraeinstellungen rumgepfuscht. Vielleicht war das auch der Grund. Ich hätte mich nicht so aufs Fahren konzentrieren sollen im Training und nicht aufs Kamera einstellen. Oh, mit Mediums war die Runde doch recht saftig eigentlich. So. Bam. Boah, okay, die Kameras. Also man sieht jetzt mehr Helm. Weniger Auto, aber ist okay. Muss ja zeigen, dass man hier einen gemotteten Helm hat. Also ich krieg von Monster Energy monatlich 7000 Euro überwiesen, damit ich das hier zeige, also von dem her. Ich hab noch den Benson Button Standard Helm. Wollte ich eigentlich auch nochmal ändern, mach ich zum nächsten Mal wahrscheinlich. Hast du es nicht beim letzten Mal schon gesagt? Ja! Verdammt. Aber dann kam auf einmal die Aufnahme wieder so schnell, dass ich dann wieder keine Zeit hatte. Ja, diese zwei Wochen, die gehen echt irgendwie voll schnell rum. Also. Ja, das stimmt. Man muss auch dazu sagen, wir haben immer, also der Aufnahmetag zum Aufnahmeveröffentlichung liegt immer anderthalb Wochen dazwischen. Deswegen, wenn ihr quasi die letzte Folge seht und das letzte Rennen seht, sind wir schon quasi am Aufnehmen fürs nächste Mal. Ja. Deswegen geht es auch für uns so schnell, weil wir haben eigentlich immer was. Einmal aufnehmen, einmal Folge rausbringen sozusagen. Was sagst du, Lukas? Nee, jetzt ist bei den Zuschauern, dass bei deren Windows alles in Ordnung ist. Das Geräusch kam von meinem Rechner, der hat gerade irgendwas gemeckert im Hintergrund. Dün, 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 dün. Dün, 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 dün. Heute ist schon bei P3 Ende für mich, nach der Bombenrunde gerade im freien Training. Ach Gott. Okay, darf ich mit dem 2.17er von Assetto Corsa mit der Mod antreten, dann habe ich schlicht eine Schnitte. Ja, um da mal auch drauf zu sprechen zu kommen, 2017, man sieht ja jetzt die Zeiten, die auch in Barcelona gefahren werden, die sind mindestens 3 Sekunden schneller als die alten Autos. Das ist krank. Also als die Pole-Zeit, sag ich mal, von 2017. Ja, das ist krank einfach nur. Und die haben ja immer noch nicht alles gegeben, da ist ja noch auf jeden Fall Luft nach oben. Also natürlich, gespannt. Das Einzige, was ja so ein bisschen jetzt die Sorge ist halt, dass dadurch, dass die Reifen ja auch ein bisschen jetzt besser halten, aber halt der Spritverbrauch ein Problem ist. Also es wird erwartet, dass in Australien halt ein reines Spritsparrennen halt gefahren wird. Ja.
Und das wäre halt ein bisschen schade. Ey, ich hab gedacht, die hätten noch mal ein bisschen zusätzlichen Sprit bekommen, den sie mitnehmen können. Ja, klar, 5 Kilo oder so. Ja, ja, nicht viel, aber... Natürlich dann nicht so gut. Der Motor hat sich ja soweit nichts geändert. Gehen die nicht ein bisschen höher jetzt? Nee, nee. Okay. Ich dachte, die drehen müssen. Och Gott. Ja. Voll die Frame-Einbrüche, aber vom Feinsten. Naja, egal, immerhin das Rennen gleich am Anfang der Saison. Jetzt muss noch Australien kommen. Ein paar Ekelstrecken kommen schon noch, ne? Ich sag nur Sochi. Sochi finde ich aber gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Okay. Ja gut, Sochi sind halt hauptsächlich so diese rechtswinkligen Kurven, ähnlich wie in Aserbaidschan, ne? Ja, also bei Strecken, wo ich auf jeden Fall definitiv weiß, wo ich so meine Probleme habe, einfach eine gute Speed zu finden, ist auf jeden Fall Katalunya, Australien. Brasilien war so Mittelding. Abu Dhabi bin ich auch nicht so gut, tatsächlich. Was mich eigentlich gewundert hat, weil eigentlich lag mir Abu Dhabi immer sehr gut, aber hier im 2016er irgendwie nicht. Hockenheim wird geil. Oh ja, Hockenheim freut mich. Das wird geil. Goldschleife wird geil. Hätte ich nichts gegen. Hat mir nicht die gemoddete Version. Ja, geil. Finale der Goldschleife zählt doppelt. Ist schon mal jemand bei Assetto Corsa mit einem Formel-1-Auto auf der Nordschleife gefahren? Ich hab's vor mit dem 2017er Mod. Zumal wahrscheinlich ist es die Video sogar schon gekommen, wenn die Folge hier erscheint. Das ist wieder hier das Zeitparadoxum hier. Ja, die alten bin ich schon des Öfteren gefahren. Oder halt in Forza. Hey, kann man so viel später bremsen. Ich bremse da immer viel zu früh. Ja, man muss halt dann richtig schön runterknallen, die Gänge, ne? Ja, nee, das Problem ist, ich bremse beim 100-Meter-Schild, aber ich glaube, man muss halt echt so ein paar Meter danach bremsen. Platz 16 ist der letzte Platz, der noch weiterkommt, ne? Ja. Okay, da muss ich nochmal raus. KI ist aber bei der Musik, ne? Guck mal, Verstappen Platz 4. Ich hab nur Platz 14, ey. Oh Mann. Platz 17 im Moment. Ich bin aktuell 13. Was das Gute ist, in meinen Reifen ist noch Schaft drin, also das heißt, ich kann auch mal auf den rausgehen. Bis wann kann man denn auf den Mediums noch fahren? Schnell. Bis wie viel Prozent? Ja, jetzt ist ja egal, den Reifen, wo du jetzt hast, den kannst du ja verballern, wie du lustig bist. Alle von denen oder nur einen von denen? Alle. Nee, einen. Nein. Ihr habt jetzt drei Reifen, glaube ich, zur Auswahl. Ja, ich Soft und Medium. Und ihr habt jetzt die drei Reifen, könnt ihr jetzt in Q3 und Q2 verwenden. Und in Q1 und Q2, so jetzt, ich verwechsel das immer. Und in Q3 kriegt ihr dann nochmal einen Satz, den eins rechts davon nochmal freigeschaltet. Da muss ich wieder die Software aufheben. Aber ihr müsst halt bedenken, dass ihr halt in Q2... Das war jetzt zu spät. Ach, das ist doch scheiße. Ja, Q2 muss die Zeit für die Reifen wählen, das ist dafür wichtig. Ja, genau. Also wenn ihr halt in Q2 einen Reifen nimmt und den halt komplett kaputt fahrt, aber damit die schnellste Zeit setzt, um in Q3 zu kommen, dann müsst ihr aber auf den starten. Und das ist dann natürlich semi-geil. Ich lege auf Medium raus von auf den Software, aber die Software haben schon 13%, ey. Wer macht denn da Druck von hinten? Ich habe auf dem Medium 10%. Ich weiß nicht, ob der nochmal taugt. Wer ist denn das hinter mir? Ich probiere einfach mal den Medium. Scheiße, auf den Soft. Michael, soll ich auf dem Medium bleiben oder auf Soft wechseln, um sicher zu gehen? Ja, ich will jetzt eigentlich auch nochmal eine Schnelle fahren. Das ist so, ich dann fahr. Da bin ich jetzt nicht mehr so richtig. Also ich muss jetzt nochmal auf denselben Soft rausgehen. Michael? Was denn, ja? Soll ich auf dem... Ich habe auf dem Medium nur Platz 14. Soll ich auf den Soft umsteigen, um zu gucken, ob ich nach vorne komme, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist zu risky sonst. Fahr lieber auf Soft. Ja, du bist auch nochmal auf Soft rausgefahren. Ja, fahr lieber auf Soft. In dem Moment, wo Lukas aus Training raus. Nochmal, weißt du? Lukas, always on the run. Ja, die anderen hauen schon 14% runter. Die sind jetzt schon scheiße. Ja, ich habe 10% auf meinen Medium. Ja, Catalunya ist ein Reifenfresser. Ich bin gerade 3 Runden gefahren. Die Softs sind 14% runter, ey. Deswegen, bei den Tests war es ja jetzt so bei 2017, dass dass Ferrari meistens immer mit der 1 härteren Mischung nur gefahren ist. So, im Vergleich zu Mercedes. Aber das haben die halt schon bewusst gemacht, weil die Ultrasofts ist eigentlich Quatsch, hier zu fahren. Da fahrst du eine Runde mit, dann sind sie im Arsch. Also die gelben hier, meinst du? Nee, für die 2017er-Tests sind sie ja alle Reifen gefahren. Okay, und klar. Ferrari hat ja meistens eine ziemlich identische Zeit gefahren wie Mercedes, nur mit den 1... Scheiße, jetzt bin ich im Körper. 1 härteren Reifen.
Ja, genau. Und dann haben ja viele gesagt, aber sie sind ja mit den 1 Hadron gefahren. Aber das, also gerade zwischen Supersoft und Ultrasoft, das ist hier eigentlich eh irrelevant, weil die Ultrasoft, die sind so schnell schon runter. Das heißt, du kriegst eigentlich gar nicht das perfekte Fenster hin. Also ich glaube, wenn du eine Runde am Limit fährst, dann sind die schon wahrscheinlich bei einem Drittel der Runde sind die sogar schon so weit runtergefahren, dass die halt fast identisch mit dem Supersoft sind. Sie müssen ja trotzdem mit den Reifen testen, um einfach kennen. Das geht's ja nicht. Aber weil halt viele halt so gemeint haben, boah, guck mal, Ferrari mit den 1 härteren Reifen fast genauso schnell. Oh, ich habe keinen Sprit mehr, scheiße. Ja, bei diesen Testzeiten, das ist doch jedes Jahr immer so. Da sind immer so Teams auf einmal vorne, aber dann beim ersten Rennen zeigt sich eigentlich immer erst, wo kann er denn das holen. In Australien. Jo, Michael, ich bin raus. Wie raus? Ich hab mich abgeschossen. Ganz raus, oder was? Ja. Disqualifiziert? Front Wing. Ja, bist du kaputt oder kannst du nochmal in die Box? Ich kann nochmal in die Box, aber es passt von der Zeit nicht mehr. Ich hab noch 4:15. Oh, Mensch. Das war mein Soft Science, hat mich abgesägt. Aber du kannst noch eine Runde kurz vielleicht packen. Schnell reinfahren, schnell Reifen wechseln, dann raus. Doch eigentlich Reifenwechsel? Ich hab ja nur noch, also das ist mein zweiter Satz jetzt schon. Ich hab die Mediums und den Soft jetzt. Oh. Ja. Aber bevor du nicht weiterkommst, fahr doch lieber noch mal raus. Ja, also ich versuche jetzt noch mal den Flügel zu tauschen, wieder rauszufahren. Ich hab eine Verwarnung bekommen. Letzten Runde, vielleicht klappt's. Kacke. Also wie ich das sehe, werden dann doch wieder einige auf den harten Reifen starten. Ich hab keinen harten Satz. Dam, 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 dam. Sektor 2 anschauen hier. Sektor 2 Bestzeit. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, weil Sektor 2 ist schon ein prägender Sektor dieser Strecke. Ich habe Probleme mit dem letzten Turn immer vor Startziel da das nicht so häufig ist. Das ist ja, also die Curbs sind da so giftig einfach. Vor allem, Ray, wir haben die identische Zeit in Sektor 3 gefahren. 30:01:02. Okay. Ja, die schnelle Zeit, das war aber ja da, wo ich viel zu früh gebremst habe. Da liegt auf jeden Fall nochmal Zeit drin. Ja, da liegt auf jeden Fall Zeit. Damit erstmal wieder drin auf PL. Ey, bis sie mich reingeschoben haben, ne? Ich komme nicht vorbei. Ja, immerhin eine 1:22. Aber René, du kannst es noch schaffen. Du kannst es locker noch schaffen. Ich versuche auch schon rauszufahren, wenn sie mich dann mal reingeschoben haben. Ja, auch so, du hast noch fast 2 Runden sogar Zeit. Also 2 Runden wirst du nicht mehr schaffen, aber eine wirst du auf jeden Fall fahren können. Schon. Oh, tatsächlich, so Kimi Räikkönen, Verstappen, die sind da schon relativ nah dran, muss man sagen, jetzt mit den... Ja, ich glaube, Räikkönen hat auch aktuell in der Saisontabelle auch schon mal ein bisschen ein paar Punkte drin. Also wenn er das jetzt irgendwie ummünzen kann, dann kann er noch vielleicht ein paar mehr Punkte holen. Und Verstappen auch. Also Verstappen und Räikkönen waren beide in den Punkten letztes Mal. Wir haben jetzt hier 3 Wackelkandidaten. Kai, wie kann ich denn so schlecht sein nach dem freien Training? Das ist doch unfassbar. Ich habe mich ja Gott sei Dank gerade vom P19 weggerettet. Ja, Lukas ist, glaube ich, relativ safe. 1:14. Ja, ich bin auf 16. Ich bin am Schleudersitz. Meine Reifen sind zu schlecht, damit dass ich noch eine Runde drehen kann. Ich habe wieder nicht dran gedacht, dass man für Q2 jetzt auch nur diesen ein Medium zur Verfügung hat. Deswegen werde ich auch nicht auf Medium starten können, was ich eigentlich vorhatte. Aber naja, hilft ja nichts. Hey, warum nicht? Also, hast du den schon verwendet oder wie? Ja, ich habe den jetzt schon verbraucht. Ach so. War ein bisschen dumm. Ja, ich hab sowieso nachgemacht, sowieso weil ich dachte, Q2 du weißt, was nehmen. Du tust. Keine gute Idee. Ich muss hoffen, dass ich ins Q2 komme. René darf keine schnellere Zeit setzen. Es tut mir leid, ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ja, ja, der wird das mal schaffen, wenn er keinen Verkehr hat. Ja, ich komme nicht mehr raus. Es geht sich bei mir nicht mehr aus für eine schnelle Runde. No chains. Also ich weiß ungefähr, wo ich auf jeden Fall Zeit liegen lasse. Aber ob ich das jetzt umgesetzt bekomme, ist die andere Frage. Jetzt muss man nicht mehr rausfahren, das stimmt. Jetzt ist vorbei. Nee, jetzt fahre ich auch nicht mehr raus. Nicht im Schacht. So, ich gehe mal auf die Live-Übertragung, werde mal beim Teamkollegen zugucken. Ich schaue mir auch mal ein bisschen die Designs der 2017er-Generation an. Auf den 2016er Autos. Ach, du hast ja, komplettes Design-Package? Ja, bis auf den Force India und den Sauber. Ah, okay. Rest habe ich soweit, was halt gegeben hat. Hey, ich meine, beim Williams habe ich auch schon die Lackierung von 2017. Ich meine, ist ja auch dieselbe wie die von... Nee, stimmt gar nicht. JCP ist jetzt mit drauf. Ja, aber grundlegend ist dasselbe Design, genauso bei Mercedes ja auch. Bitte Toro Rosso finde ich richtig ansprechend, weil ich ihn gerade sehe. Okay, verkackt. Toro Rosso finde ich mit unter anderem eins der geilsten Designs, muss ich sagen. Auch wenn einige es anscheinend nicht so finden, aber ich finde mega. Toro Rosso am geilsten jetzt im ganzen Grid. Ja, Force India ist auch geil. Aber hier halt pink sind. Ja, es ist halt einfach mal was komplett anderes. Ich finde es mega. Ich glaube, ich bin so ein bisschen bei Sauber. Ich finde Sauber ganz hübsch.
Weil das Ding ist, dass okay, gerade in 2016er haben wir halt voll viele weiß-rote Designs oder schwarz oder ja, siehst du. Es fehlt noch ein grünes. Also ich finde 2017er grundsätzlich ist ganz gut farbenfroh, aber endlich, bisschen zumindest. Haltet jetzt, achso, die können wir nicht vergessen. Voll den Grafikbug bei Mercedes sehe ich gerade. Wieso? Ja. Habe ich auch gerade gesehen. Die Clipping-Ding muss ich noch ändern, habe ich vergessen. Aber beim Renault Pass. Ja, das ist ja egal. Ja, ich muss mal tatsächlich die Kamera sich mal ein bisschen dran rumspielen. Ich habe das auf jeden Fall vor. Weil ich habe schon öfters gesehen bei Videos von anderen, dass die auch alle mit einer ganz anderen Sicht fahren. René, rett das rüber. Und es reicht. Kann ich das hier auch ändern, eigentlich? Platz 6. Welchen Platz hast du, René? Kamera. Der gewonnen. Gott sei Dank. Beide McLarens drin. Clipping. Und der zweite Renault ist ja noch schlimmer. Okay, naja, egal. Lassen wir das mal so. War aber auch eng, er hat auch geschwitzt wie Sau dabei. Echt Panik gehabt. Ja, komm, also ich war schneller als Michel im freien Training und jetzt auf einmal irgendwo Platz 19 oder so. Never give up. Oh, Kai hat es auch noch geschafft. Ja Kai, Platz 12. Alter, ich habe schon wieder mega die Frame-Einbrüche. Oh, Pace hat schon 2 Verwarnungen bekommen. Ja. Also ich bin der Einzige von uns, der raus ist. Tatsache. Ja, Cookie. Oh, fuck it. Was soll denn? Das war doch schon in jetzt im letzten Rennen schon so, ne? Nee, da bin ich in Q2 raus. Oh. Der Kai hat es noch geschafft, sehr schön. Ich glaube, Q2 wäre ich auch nicht. Lukas hat es noch geplant, Platz 13, Alter. Also, jetzt weiß ich auch so langsam, wir haben ja, also kurz bevor wir weitermachen, können schon mal weitermachen, ich kann es ja trotzdem erzählen. Vor der Saison, ja, haben wir überlegt, was nehmen wir für ein Team, also Googie und ich. Und dann haben wir gesagt, ja, also Top-Team Ferrari ist ja gesperrt, haben wir gesagt, wegen für die KI. Und dann haben wir überlegt, was nehmen wir. Und dann war ja von Googie war ja schon Feuer und Flamme, hat gleich gesagt, ja, Renault, da sind die Erwartungshaltungen nicht so groß, weil die in echt auch hinten rumfahren. Ja, so langsam haben sie das ein bisschen zu sehr zu Herzen genommen, habe ich so das Gefühl, mit dem hinten rumfahren, ne? Es ist bei mir einfach die Sache, ich bin Googie vom letzten Formel 1 komplett bis hierher nie mehr richtig dazu gekommen, dass ich Michael, Formel 1 gefahren bin. Und das merkt man halt auch bei mir. Ich muss aber auch tatsächlich sagen, dass ich, gut, bei mir war einmal halt jetzt die Umstellung von Controller auf Lenkrad, okay, das ist einer, aber auch so vom, ich bin ja das auch schon mit Controller gefahren und getestet. Ich muss sagen, das 2016er ist schon anders da zu fahren wie das 15er. Genau, ich will es nicht einfacher oder schwerer sagen, aber doch anders. Wenn du jetzt der Reifen, den du jetzt fährst, den fährst du bei mir ist halt die Sache, Brennstart. Wenn ich mal draußen bin, dann bin ich draußen, dann brauche ich Runde, extrem lange, genau, bis dass ich wieder drin bin. Okay, ich stehe gerade gefühlt im Boxenausgang. Wir fahren gerade mit 30 km/h raus. Ja, die fahren ja immer so ganz Pedal langsam, da muss man aufpassen. Ach, gibt nur eine Verwarnung, juckt da nicht. Juckt keinen! Pedal fährt 90, na gut. Du bleibst trotzdem bremst. Okay. Und auch brav hinterherfährst. Ja, man muss sich ja tarnen, ne? Ist nicht so. Ich hab gerade hier meine Kamera gesehen. Ich bin überlegen, ob ich mit dem alten aus Q1 rausfahre. Mit dem alten Soft. Der hat erst 13% runter. Also den erst dann. 13. Das kann auch sein, dass du den Reifen später nochmal brauchst. Also damit die jetzt Q3 kommst, hast du ein Problem. Wenn du nicht mehr genug Reifen hast irgendwann, weil alle aufgebraucht sind, ja. Dann ah, alle. Okay, also. Wie gesagt, eine schnelle Runde. Versuchen weiterzukommen. Reifen nicht so hart rannehmen. Dem startest du das Rennen. Ich glaube, die Zeiten von gerade eben, also unter 1,23, sind glaube ich Safe-Zeiten, würde ich jetzt mal sagen. Da bin ich gar nicht hingekommen. Ja, ich schon einmal rausfährt. Aber das Orange von McLaren ist schon geil. Ich hab den ja auch hier mit dem Orange-Skin drauf. Ja, das Thema hatten wir aber das letzte Mal, glaube ich, schon, oder? Ja, genau. Komm, Ricardo, fahr vor. Da mich hat halt jemand gefragt, warum ich die 2017er Autos im Spiel habe. Meint das echt? Die Lackierung? Ach so, ja, ja. Ach so. Schnelleren Autos und dann ja, jeder genau. Mal hier. Deswegen bist du schneller. Also ich habe auch gehofft, mit der neuen Lackierung vom Renault bin ich ein bisschen schneller. Scheiß drauf. Ja, das gar Problem ist, vorne ist sie halt immer noch gelb. Das sieht man den Unterschied nicht so, oder? Nee, überhaupt nicht. Ja, ein bisschen bei den Sponsoren und beim Renault-Schriftzug sieht ein bisschen anders aus. Aber jetzt, wo ich dir zusehe, das sieht schon geil aus. Also das Rot-Schwarz, was sie heuer haben. Ja. Wobei ein bisschen weniger Schwarz hätte auch gut getan. Ja, oder umgekehrt. Fall, ja. Oder was geil gewesen wäre, das eine Auto so rum und das andere anders. Also ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Also ja. Der eine Fahrer. Ja, so wie in der Formel E hat das doch Dragon Racing gemacht. Genau, ja. Genau. Hat er auch letztens gesehen, ja.
Also ich mal endlich ein Formel-E-Rennen gucken konnte, weil meistens habe ich da keine Zeit, wenn die sind. Die sind ja, das ist ja alles an einem Tag immer. Qualifying-Rennen und so. Ich habe mir letztes Jahr das Rennen in Mexiko angesehen. So irgendwann um Mitternacht oder so. War auch recht spannend von der Formel E. Ja, interessant sind die Rennen schon. Oh, zu früh, scheiße. Nur die Boxenstops, die finde ich irgendwie komisch. Wenn man das überhaupt Boxenstopp nennen darf. Ja, Autotausche. Ja, was halt zu machen, soweit ist die Technik noch nicht, leider. Ja, ich weiß schon. Jo, fuck, was schlimm. Für eine Drecksrunde ich gerade fahre. Oh, ist ja der Wahnsinn. Ich hab mich weggedreht. Wurde vom Hamilton erst mal ausgebremst. Mein Wagen hat komplett auf zwei Reifen umgehoben. Ich hab mich fast aufs Dach gelegt gerade. Oh, da stand ein Mercedes in den Kies. Oh, reicht es? Da bin ich gespannt. 23,4, was denkt ihr? Ja. Könnte. Aber das war so eine Scheißrunde, ey. Ich bin eher auf Lukas gespannt, was der für eine Zeit hinlegt. Nee, ich komme nicht rein. Ich habe die Reifen jetzt auch schon geschrottet, dadurch, dass ich einmal einen Quersteher hatte, weil ich Ricardo reingefahren bin. Und einmal mich komplett was weggedreht habe, weil ich den Körper voll der Kanüle mitgenommen habe. Deswegen hat es mich auf zwei Reifen gehoben bei Vollgas. Alter, was geht mit der KI? Warum? Weil die sind voll schnell. Ah ja, jetzt ist auch okay. Die Zeit wird nicht reichen. Scheiße. Was ist der KI krass los? Krass, Medium gefahren und jetzt auf einmal hauen sie raus, oder was? Ja, ist schon krass gerade. Ich weiß nicht, ob das aufgeht, mit Mediums hier durchzukommen. Das wäre aber schlecht. Na, du bist... Ich weiß nicht. 2 Sekunden Rückstand auf Hamilton? Was fahren die für Zeiten? 1,18 irgendwas, oder? Die fahren die 2,17er schon. Ja, ja. Also ich bin gerade mit Ach und Krach auf Platz 5. So, irgendwann noch eine Runde dran. Die Reifen können jetzt eh kaputt fahren. Beobachte das Ganze mal. Schicken wir einfach. Lassen die Schikane aus am Ende. Die fahren die Moto-Variante. Wie bin ich denn jetzt 1,23,4 gefahren? Doch, war 1,5 Sekunden langsamer eigentlich. Egal, gut, nehme ich hin. Ich fühle mich bei einer 23er-Zeit nicht so sicher irgendwie. Auch wenn es eine niedrige ist. Was fahre ich denn für eine Scheiße? Na, egal, ich fahre jetzt in die Box. Ich hab beobachte das nochmal kurz. Du bist aber vor mir, oder, Viper sogar? Ja, ja, 23,0 habe ich. Aber mit Medium, oder? Ja, ja. Du bist ein richtiger Wichser, weißt du das? Ich war mit so, aber die Runde war echt schlecht. Aber ich habe so Sektor Bestzeit im letzten Sektor, gerade da, wo ich eigentlich sonst immer so richtig verkacke. Habt ihr auch so eine komische Abnutzung gehabt? Vorne links, hinten links und hinten rechts dieselbe Prozent, aber vorne rechts weniger. Ja, vorne rechts ist weniger im Gebrauch, ja, das stimmt. Ich habe da noch gar nicht drauf geguckt, wenn ich ehrlich bin. Gerade 11%. Da steht Guckmaster oben rechts bei mir mit der Nummer 15. Weil er ist gerade mal 15. Nein, Spaß. Ich bin nur noch Platz 10. Warum 15? Das wäre mir was Neues. Weiß ich nicht. Im Zweifel. War halt sonst nichts frei, ne? Scheiße. Zweifel lieber von Platz 11 starten, freie Reifenwahl. Ich frage mich, ob ich auf meine 1,23 komme. Jetzt mal kein Scheiß. Manchmal gar nicht so schlecht, wenn man nämlich nur 8 oder Dings ist. Das bringt ja auch nichts. Ja, eben. Dann auf einem gebrauchten Reifen auf Platz 9 oder 8 starten, ist schlechter als für Platz 11 und einen frischen zu starten, finde ich auch. Ich würd mir auch gerne wünschen, wenn da bitte jemand sich noch zwischenmäßig hier, aber Platz 10 oder 11 wäre das mir jetzt satte. 11 wäre jetzt besser. Ich würde ja gerne jemanden zuschauen, aber da fährt irgendwie jeder nur durch die Box. Ich bin auch gerade in die Box gefahren. Ich beobachte das Ganze jetzt noch mal ein paar Minuten und dann entscheide Michael, Alter, ich habe so Pech mit Verkehr. Ja, ich habe extra drauf geachtet. Hamilton hat auf der Start und Ziel, als ich mal schneller angefangen hat er mich überholen wollen und war die ganze Zeit innen während der Kurvenkombination. Ich bin noch innen, ja, mit Lukas auch. Noch ganz aber, knapp. Aber kein Scheiß, der Körper vor der letzten Schikane, der ist halt mega assi in der Rechtskurve, ey. Aber der innere die Runde oder mit was? Oder der äußere? Der innere. Wenn du die Rechtskurve vor der Schikane fährst, die letzten. Normalerweise fährt man auch nicht auf den inneren. Ja, ich bin da aber drüber gekommen. Mein Wagen hat jetzt komplett auf zwei Reifen gehoben und deswegen bin ich voll quer geschossen. Ich bin ja der Einzige, der mit Mediums gefahren ist. Ja, moin. Alles klar. Ja, vor allem eine ziemlich gute Zeit für Mediums, finde ich. Also. Ich habe gerade gesagt, ich auch versucht. Viper, ich mag einfach niemand. Ja. Doch, mein Teamkollege, ich liebe Viper. Das ist das Schlimmste, dass dein Team vorne liegt. Dabei hast du nicht mal gepunktet im letzten Rennen. Ja, das ist echt krass, ja. Gewinnt halt einfach und hat einfach alle damit deklassiert halt, ne. Sieht man halt, dass das Punktesystem in der Formel 1 halt schon so ein bisschen... Naja. Also teammäßig müsste er andere Punkte geben eigentlich.
Ja, das FIA-System belohnt halt sehr stark das Podium, ne? Ja. Einerseits ja auch gut, weil dann kämpft man auch mehr drum, weil das war ja das Problem beim alten Reglement mit diesen 10, 8, 6 Schieß-mich-tot-Punkte, ja. Dass da halt öfters mal gesagt wurde, ja gut, okay, dann bleibe ich halt hinten dran und habe ich trotzdem genug Punkte gesammelt. Da gab es ja quasi diese, ich werde immer Zweiter und bin trotzdem Weltmeister. So auf die Art. Liebe das KI, bitte schieb mich auf Platz 11. Da wollten sie so ein bisschen Regel vorschieben. Pace kommt doch noch. Ja, Pace schieb ich bitte auf Platz 11, stimmt. Das ist gut, dann kann ich nicht warum willst du auf 11? Warum willst du auf 11? Achso, du willst von 11 starten. Reifen war, ja, aber mein Reifen, ich hab's jetzt schon auf 13 runter. Pace schon mal Sektor-Bestzeit in Sektor 1. Tatsächlich? Na, Pace wäre jetzt noch eine Killerzeit. Ich kann ja eigentlich nicht. Ja, springen wir das mehr. In der Top 10 werde ich eh nicht viel reißen, also lieber dann Platz 11 mit frischen Reifen starten. Pace guck ich auch nochmal zu, noch ein paar Bremspunkte ab. Ich hab nichts vor der ersten Kurve, ehrlich gesagt, wieder. In der ersten Kurve bin ich im letzten Rennen auch aufgeräumt worden. Jetzt gibt der Pace kein Gas mehr. Also jetzt bin ich eher, ist auch fertig, oder? Mit Mediums ist er die Zeit gefahren, wohl bemerkt, ne? Aber nicht so schnell wie Viper. Ja. Nicht so schnell wie der Viper! Ja, wenn ich das jetzt so sehe, fühle ich mich doch relativ sicher, wer soll da noch kommen. Also außer vielleicht ein Raikön oder Ricardo jetzt von der KI, meine ich. Du? Ne? Also du bist da vorne. Ja, ja, ich habe so eine scheiß Zeit gesetzt. Ich weiß halt echt nicht, soll ich es riskieren oder nicht? Ja, wenn jetzt noch der Kai kommt, ne? Ja, es kommt noch ein Verstappen, der ist auf 16. Kai fährt ja noch. Aber der ist auch 13. Lukas 11. Kai 12. Ich habe gerade Denkfehler gehabt. Ich dachte, ich brauche den noch, aber ich komme ja nicht ins Q3. Das heißt, das juckt nicht. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich ne... Nee, okay, damit hat sich's erledigt. Also in der Karriere poker ich ja immer auf sowas, dass ich sage, okay, komm, ich fahre nicht mehr. Aber das ist mir gerade ein bisschen too risky. Zwei Autos auf der Strecke. Ja, es ist halt die Sache, Max Verstappen ist noch mit 16 genau. Ganz hinten. Und wenn der noch auf Softs wechselt, könnte es knapp werden. Verstappen ist auf Mediums draußen gerade, in der Outlap. Ja, ich sehe es gerade. Outlap? Ja, Outlap. Der wird nichts mehr reißen. Fahren die jetzt gerade alle raus? Ja. Ist aber schön, wenn die KI mal mitmacht. Gerade, dass ich jetzt auch mal raus war. Ja, wir können gerne den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Ja, nee, reicht doch. Nee, nee, ist gut so. Ja gut, aber Catalunya ist auch eine der wenigen Strecken mit Australien, glaube ich noch, bei der die tatsächlich ein bisschen stärker ist. Ja. Und bei jeder anderen Strecke, auf der ich halt nicht so gut bin. Aber das ist, tut ja nichts zur Sache. Aber ist die, was immer näher rückt? Die Dirt 4. Ja, die Dirt 4 Kurbs, was? Ja, Spaß. Aber Multiplayer gibt's ja. Also ja, wir können ja eine Dirt 4 Rally Cross Saison. Das wäre cool, ich guck drauf. Wegkloppern. Eine kleine Dirt 4 Rally Cross Saison wäre doch witzig. Ja, hätte nichts gegen. Ich hätte auch nichts dagegen. Ja, sofern ich die Frame-Probleme habe wie in Dirt Rally. Ah, daher, jetzt pass mal auf. Bei Dirt hatte ich nie das Problem, also bei Dirt Rally mit den Frames. Und irgendwann hat es mega eingebrochen und jetzt kann ich es überhaupt nicht mehr spielen. Oh. Und jetzt bei Formel 1 macht so langsam jetzt auch schon so die Anzeichen, so wie die Codemasters-Spiele zu alt werden anscheinend. Ja, beziehungsweise selbstständig schlechter werden oder sich das verschlechtern. Ja, am Ablaufdatum. Ja, genau. Es gab doch so ein Rollenspiel hier, Oblivion, ne? The Elder Scrolls. Ja. Wenn du da ein paar hundert Stunden gespielt hast und so, und je nach Spielfortschritt gab es nachher irgend so ein Bug, der nach und nach alles Mögliche verschwinden lassen hat. Das war total komisch. Echt? Okay. Wusste ich gar nicht. Ich habe es Oblivion gespielt, aber davon wusste ich nichts. So ein Skriptfehler oder sowas war da drin. Okay. Geil. Ich weiß nur, dass bei Skyrim schaltet man eine Nebenquest erst auf Stufe 80 frei. Und Stufe 80, da braucht man schon richtig lange für, bis man da mal hinkommt. Das finde ich auch krass, dass so spät erst was gelockt wird oder freigegeben wird. Verstappen ist jetzt letzter Sektor Schikane. Ja, ich gucke ihm auch gerade zu. Auch. Was denn? Ich bin gerade auf Carlos Sainz drauf. Der ist gerade in eine schnelle Runde reingegangen auf Softs. Das wird nix. Nee, das wird nix. 1.24.1. Das ist 14. Oh, der ist tatsächlich raus. Ja. Nee, von der KI kommt auch keiner mehr nach vorne, glaube ich. Das ist vorbei. Ja, ich weiß nicht, beim Carlos Sainz, der ist auf Soft unterwegs. Ja, der ist aber von der KI-Stärke. Ja, aber so gut, Sainz ist 13. auf Soft schon gewesen. Der fährt auch nicht, oder? Doch, er fährt. Vielleicht ist ja der Bug wieder. Ich schaue ihn gerade zu. Der Lukas fährt ja nochmal raus. Nee. Lukas ist nicht. Ich habe keine Reifen mehr, die irgendwie was taugen würden. Ah, okay. Die sind alle schon über 10%. Das mache ich mir mehr kaputt. Dann bleibe ich lieber Platz 11 mal frische für den Start. Ja, richtig. Aber ja, weil du knapp hinter Ray warst. Ne? Aber das macht Sinn, ja. Wenn der Ray noch rausdroppt, dann war es aber hart jetzt. Wenn Ray, Lukas und Kai rausfallen würden. Nimm mal im Spectator-Musik Formel 1 mal aus wie so ein PS3-Spiel.
Da haben sie ja irgendwie die Auflösung ziemlich... Ja, gefühlt auch gar keine Kantenglättung. Nee, keine Kantenglättung, niedrige Auflösung. Wahrscheinlich läuft das anders nicht. Das, boah, ich sag, bei Waze ist das statt Zielgeraden gerade so bei den ganzen Linien krass. Noch verschwimmen. Das ist richtig schlecht gefahren. Ach, trotzdem 9. Ja, aber trotzdem relativ nah beieinander allesamt, also... Ja, ja, wir befinden uns da auch. Ich krieg gerade nichts von auf die zwei, Reihe hier. Und 2, 3 Zehntel Deins hat sich nicht verbessert. Jetzt kommt auch keiner schlechter mehr. Bessert. Aber der Rosberg ist nochmal schneller geworden. Rosberg und Hamilton, guck mal, 1,22,6 auf den Softs. Gar nicht schlecht. Hä, hey, die sind 3 Zehntel oder so von unseren Zeiten weg. Das ist 5. echt nicht schlecht. Ja. Von deiner. Hä? Ich bin vorher keine 22,6 gefahren. Ich auch nicht. Okay. Bin sicher nicht. Ich bin 22,4 als Einziger gefahren. Okay. Das wird hart, ey. Das wird richtig hart. Dann habe ich nichts gesagt, ja. Weil bei dich mag eh niemand außer Lukas. Ja. Oh, auch noch dabei. Ja gut, Kai, bei dir ist eh klar. Marvin würde jetzt schon wieder sagen, das Schoßhündchen von Weimar. Du bist ja, auch, du bist doch nur 0,069 Einzel gewesen. Ich halte hier gerade alle auf, sorry. Aber ich habe natürlich eine Runde mehr gemacht. Das ist Octagon hinaus. Ja, wir sind auch... Wir haben beide noch Luft in Sektor 2 und 3, René, glaube ich, also. Ja, aber ich, wie gesagt, ich habe den Satz schon eine Runde mehr gefahren als. Weil ich ja dank Hamilton noch mal dranhängen musste. Meine Runde war auch relativ gechillt eigentlich. Also ich habe extra den Reifen ein bisschen geschont. Ich hätte bestimmt 5, 6 Zehntel schneller fahren können. Echt jetzt? Ja, ja, klar. Nee, ich habe da keinen Vollstoff gegeben. Also ja, ich hätte auch eine Zeit fahren können. Ich wollte nicht. Ich hätte auch eigentlich mit 2 kommen können. Jetzt geht's los. Jetzt habe ich eine Diskussion losgetreten. Ich habe ja viel zu viel Reifen gepokert, ich bin ja nur auf einen Satz gefahren. Das war mein Problem. Naja, also Platz 9 ist eigentlich perfekt für mich, ja. Lieblingszahl, was will man mehr? Du musst ja jetzt nochmal fahren, Platz 9 hast du jetzt noch nicht inne. Ich wollte gerade sagen, ja. Ja. Also Platz 10 ist ja jetzt eine super Ausgangslage für Q3. Ist, somit meinte ich das eigentlich. Es leckt übelst in den Menüs, was haben die denn da verbockt? Na gut, da ist es nicht ganz so wichtig. Mercedes-Dominanz! 5 Rennleitung, kann ich da zur Rennleitung gehen und mich beschweren? Aber die Autos sind jetzt schon auf gleichem Niveau, oder? Ha? Haben wir ja, die Autos gleich gerankt? Ja, klar. Das ist voll verarscht. Hört so verdächtig aus. Die ja echt stark. Ja, die schießen sich ja eh beide in Katalonien am Anfang ab. Ja, ja, stimmt, genau. Ja. Wenn es realistisch ist, dann geht's ab ins Kiesbett. Das ist so schön, Safety-Car-Phase. Ich würde sowas eh feiern am Anfang, weil dann würde ich mit meiner Reifenstrategie ein bisschen besser zurechtkommen. Hat da jemand nur harte Reifen mitgenommen? Geht gar nicht nur harte mitnehmen. Da steht Regen am Ende. What? What? Was? Was? Wo? Nee, bei Quali. Bei Quali steht Regen. Aber das spricht schon mal dafür, dass sich das Wetter durchaus auch mal ändern kann. Okay, also dann fahre ich jetzt raus. So, ich bin dann aber mal auf der Toilette. Okay. Ja, ich fahre auch schnell raus, Alter. Fuck. Schnell. Reifen. Jetzt einen extra Satz, ne? Ja. Ja, ich hab auch den neuen drauf. Auf geht's. Good luck, Michel. Ja, good luck. Mach jetzt. Er sagt jetzt, Wetter soll trocken bleiben, also in dem her. Ja, das wird auch erst ja, ganz zu Ende. Ja, aber das Wetter draußen scheiß aus, also. Hä? Oh. Das Wetter draußen scheiß aus. Ja, Wolken ziehen auf jeden Fall auf. Ja. Also bei mir hat es auf dem Ding-Monitor angezeigt, nach 10 Minuten Tröpfchen, aber nach 10 Minuten ist eh die Session vorbei, von dem her ist es eh Wainson. Storm the front. So, weil naja, wir ein paar egal. Coole Moves, so, jetzt geht's um die Thumbnail. Startposition. Jetzt geht's um die goldene Ananas. Jetzt geht's darum, so, so weiter. Naja, gut. Gar keine Wolken, das ist Rauch. Schwarzer Rauch. Brennt in den Bergen. Der stand der Ferrari bei dir auch da rum? Ja, er ist ganz langsam geworden. Okay. Da kommt direkt Safety, der nächste. Rauskommt. Der nächste Ferrari steht auch. Ja, das tun sie alle irgendwie. Die sind alle in der Lage. Ja, die fahren immer so ihre Outlap immer so im Rückwärtsgang. Der muss ja auch funktionieren, muss man ja überprüfen. Wer ist nach vorne, vor mir? Ich bin das. Ah. Aber ich fahre Roll, weil ich versuche aus dem Reifen anzuschauen. Okay. Aber ich überlege gerade, ob ich dich überholen will oder nicht. Lass ein bisschen Abstand zu dir, du kannst auch dann zu ihm. Ja, das hatte ich gerade vor. Hat was Schönes gerade, sieht so ein bisschen aus wie stehen. Raikön holt auf, muss Gas geben. Juckt das nämlich nicht. Vor allem wollte der mich vorhin schon auf ADRS gerade überholen, dann habe ich ihn weggedreht. War halt Pech. Hab ich gesehen, das war vor mir.
Der wird jetzt wieder machen. Wunderhübsch. Oder ne, er kommt glaube ich nicht dran. Zumindest der ist offen. Ja, auch Qualifying, nicht. Ist ja logisch. Ich sag's doch nur, Mann. Ja, ich will eine schnelle Runde setzen, aber DRS mache ich nicht auf. Nee. Nur, dass der Ingenieur dir auch sagt, du sollst schnell fahren. Ja, super. Bin wieder da. Packt der Viper aber aus. Läuft. Was für eine Zeit, ich kann dich leider nicht sehen. 1:21:07. Ja. Achso, ich hab kein Benzin mehr. Ich kann nochmal eine schnelle Runde fahren und dann merkt kein Benzin mehr. Blöd. Dafür Stau. Raiders war aber ganz schön weit draußen. Ja, ich habe mich gefahren. Aber es kostet mega Zeit, weil da ist so schlechter TS. Hey, Raikön. Oh, schnell Platz machen. Leider futsch. Oh, Raikön, Mensch. Jetzt verstehe ich, warum der Hass im Hintergrund des Bildes plötzlich ins Kies geschossen ist. Ja, um Platz zu machen, weil ich mega langsam. Aber was fahre ich denn für den Hass? Ja, dann macht man aus der Kurve mal eben eine Gerade, so, weißt du? Ja, dann geht's weiter. War schön, die Zuschauer hier zu sehen. Die sind, ey, mein Gott, die gehen ab. Ich bin letzter. Ferrari hat schöne Sachen abgezogen, Alter. Ja, Alter, geil. Oh, was war ich für eine Scheiße zusammen? Das gibt's ja gar nicht. Oh, guck mal uns meinen nächsten raus. Nimm mal den Micho. Ich geh mit dir mit, Lukas. Ich schau auch den Bildschirm. Wir wollen dich auch gar nicht unter Druck setzen. Nee, überhaupt nicht. Nee. Also, Michel, wir schauen nur ich und Lukas und ein paar andere Leutchen zu. Sag mal, Michel, okay. Ja, jetzt fahren. Oh, fuck. Michael, das finde ich ja jetzt frech, ne? Weißt du, ich mach dir noch schön Platz, fahr extra durchs Kies für dich und du dann vor mir? Das glaube ich nicht. Die Runde war putsch. Ach, die Runde war sowieso nichts gerade, wo du mit Platz gemacht hast, leider. Ah ja, okay. Mach vorher schon. Aber trotzdem, mucho danko, wie man das auf Spanisch sagt. Mucho gracias. Mucho danko. Alle Spanier, die zuschauen. Mucho danko, den merke ich mir. Der Spanischkurs muss ja geholfen haben. 9. bis 12. Klasse, glaube ich. Was? Ich weiß noch, was Higuenia heißt. Storch. Und habt ihr nicht gelernt, wie man Danke sagt? Doch, man merkt sich mal die Vokabeln, die eigentlich völlig unwichtig genau, sind. Genau, ja, Hablo Espanol muy mal. Hauptsache, du kannst den Leuten sagen, dass dein Spanisch scheiße ist. Ich hatte von 6. bis 10. hatte ich wunderschön Latein. Die Sprache, ja, mit dem ich gar kein sprechen kann, weil er kein gibt, der spricht. Kannst du überhaupt nicht Italienisch, aber den Spruch geiler Arsch, schöne Frau, den kann ich. Sag den mal. Also nur aus Interesse. Ja, die Aussprache weiß ich nicht, ob stimmt. Ja, das ist einfach vorlesen bei Italienisch. Ja, es ist fast dreiviertel immer richtig, stimmt allerdings. Ja, es sind ein paar kleine Regeln, aber hauptsächlich kann man es echt ablesen bei Italienisch. Das weiß ich nur aus meinem italienischen Bericht. Also es gibt ein paar Sachen, die man aufpassen muss. Wie Che und Che und so. Aber das ist gut an Latein gewesen, liest einfach alles vor, wie steht, da gibt's keine Aussprachen. Ja, hey, ja okay, klar, das ist ja keine Sprache, die man spricht, sondern die schreibt nicht man mehr, ja nicht.
Ich hatte Französisch jahrelang. Das Einzige, was ich hier mir gemerkt habe, ist Je ne sais pas. Das heißt so viel wie, ich weiß es nicht. Schon so ein bisschen selbstironisch, oder? So, kurzer Zwischenstand. Mittlerweile bin ich 21 Stunden wach. Oh. Mann. Hattet ihr auch das Felix-Lateinbuch, das Blau und das Orangene? Blau, ja. Okay. Alter, der Viper hat aber auch eine Runde rausgeknallt. Mann. Ja, ich gönn's dem Viper. Der hat letztes Jahr so viel Pech gehabt auch. Und ich gönn's ihm auch von vollem Herzen. Ich versuche jetzt nochmal eine Runde zu fahren mit dem gebrauchten Reifen, aber es wird bestimmt nichts werden. Du bist ja sowieso schon mal raus, Lukas. Alles klar. Okay, danke. Also halt jetzt so. Tatsächlich. Sympathie. Jedes Mal habe ich eine grüne Zeit und dann vergeige ich es in der Schikane, weil ich noch aggressiver werde. Aber grün ist doch. Ist doch. Krass, dass ich vorher in meine erste Runde im Qualifying die schnellste war, die ich überhaupt gefahren bin. Also. Was soll's. Boah, das kann letzter echt Angriff. Gleich regnen, ne? Ja, es sieht schon aus. So verdächtig aus. Ich glaube, der eine Tropfen. Sieht aus, gerade. Stimmt. Aber bis die Strecke dann mal nass ist, dann ist es eh schon. Ja, cool. Aber sobald ein Tropfen schon drauf liegt, kannst du eigentlich eine Quali-Zeit vergessen. Ja, gut, klar. Ja. Im Rennen ist das was anderes im Rennen drin, weil das sind dann ein paar Zehntel, aber das sind. Im Qualifying sind die Zehntel wichtig. Gut, okay, mir fehlen hier Sekunden, also was rede ich hier von Zehntel? Ist schon nass, ne? Hä? Ist schon nass? Nee. Das Erste, was man sieht, sind die Tropfen auf dem Auto. Das ist ja auch noch so, dass es dann einmal kurz blitzt und dass es dann anfängt zu regnen, so war es ja im 15, ne? Echt? Ja, das ist einmal geblitzt. Ist einmal kurz hell geworden. Ah, okay. Die Profi-Tricks. Ist mir nie aufgefallen. Ja doch, immer wenn es geblitzt hat, Hab die Saison trotzdem gewonnen, also nee, alles gut. So Tricks braucht man nicht. Ja, so oft hatten wir das ja auch nicht, dass es erst trocken war und dann geregnet hat. Und da gibt mir der Sprit aus! Das stimmt allerdings. Das gibt es doch nicht! Nein! Also wenn wir uns auf den Trainingslauf am Baku zurückerinnern, da ist das mehreren passiert, dass in der schnellen Runde der Sprit ausging. Oh, ja gut, aber Baku ist auch der Spritfresser schlechthin. Da war auch ein Bug. 0-3, ey. Stell das Ding wieder ab. Das darf dann nicht. Oh, jetzt fahren die alle hier raus, oder was? Ja. Also, das ist... Oh. Ich bin nicht draußen. Na, gut. Ah, fuck. Ey, diese Rechtskurve, ne? Da hab ich einfach... Sorry, Michael, keine Chance. Ja, die Runde ist, glaube ich, sowieso nix. Obwohl... Warum hast du eigentlich die 49 gewählt als Zahl? Weil das meine zweite Lieblingszahl ist, nach der 9. Aber 9 war ja schon belegt, weil irgend so ein sauber Hans-Pilot die 9 schon hat. Frag mich nicht warum, da gibt es keine Geschichte dazu, ist halt einfach so. Welche Zahl habe ich? 15 hast du gesagt, oder? Wow! Oha! Ich würde sagen, ich guck bei Waze und sehe da vorne so einen Hass, bis ich querschießen. Ja, bei mir dasselbe Problem. Was, da war ein Hase? Hase, ja, ein Hase war am Querschießen. Ist gegen die Wand gerannt. Boah, ich habe heute ein Video auf Facebook gesehen, da fuhr so ein Radical oder was, das war so ein Bergrennen und auf einmal kam ein Reh vorbei und ist ihm genau auf die Motorhaube gerannt. Alter. Das Ding hat hochgeschossen bis zum Geht nicht mehr. Ich glaube, das war dann auch leider tot. Teil. Aber beim Radical hat man gar nichts gesehen, also der war in Ordnung. Hey, aber also, nichts im Arsch. Hat der Fahrer aber Glück gehabt, er hätte ihn vom Helm bekommen, wäre es anders geendet, wahrscheinlich. Halt hier einfach noch in dem Sektor liegt, der ist unglaublich. Hätte ich vielleicht doch nochmal fahren sollen. Ray kommt, siehst du, der Ray, die ganze Zeit beschwert er sich. Und dann setzt so er am Rumheulen, ey. Ich hab so wenig Schlaf, ich mag die Strecke nicht, ich bin auch voll langsam. Ich hab nur gesagt, ich bin so lang schon wach. Bei mir geht's eher um Sekunden, nicht um Zehntel. Geht's ja um Sekunden. Da ist immer noch 0,6 Sekunden. Nicht mehr, eben. Ja, jetzt ist es nicht mehr ganz eine Sekunde. Kann ich mal schneller fahren als 80? Einfach so. Fuck. Sind die Reifen aber schon so weit runter, glaube ich. Nee. Die Reifen gingen noch. Ich bin gerade meine vierte schnelle Runde gefahren und die war deutlich schneller als der Rest. Der Benno hat gegangen. Bei mir geht auch noch was. Ich glaube, Benzin ist gleich alle. Ja, das wird zu lesen sein. Zehnter, es darf doch nicht wahr sein, warum bin ich überhaupt ins Q3 gefahren? Egal. Hauptsache nicht hinter der KI oder so.
Naja, an Viberside komme ich auf jeden Fall nicht ran, also. Jetzt das Benzin alle neun! Wir kommen bei McLaren, wir können unser Benzin nicht kalkulieren. So, ja. Oh, so kurz vom Ziel. McLaren ist ja der Hammer, was Spritkalkulation. Also euren Sprit-Manager. Da wäre ein Zehntelchen wäre da noch rausgekommen. Hätte vielleicht gereicht, naja, schade. Aber ja, da ist jemand bald mit McLaren seinen Job los. Platz 3 ist sogar besser als Platz 2 wegen der sauberen Linie. Ich sehe mir dann von hinten an, wie ihr euch T1 alle abschießt und dann fahrt ihr vorbei. Also bevor ich die Frage in den Kommentaren beantworten muss, warum ich schon 21 Stunden und 13 Minuten schon wach bin, das liegt einfach daran, das ist einfach ein Experiment, ich wollte das einfach schon immer mal machen. Ja. Also ich kann dir eins sagen, wenn du weniger die Sekunden zählen würdest, ja, und dann deine Konzentration drauf packen würdest, dann würdest du auch weniger Energie verbrauchen. Nee, ich sag jetzt auch dazu nichts mehr. So, du bist jetzt Bescheid. Ich werde sowieso, glaube ich, im Rennen sowieso nichts mehr sagen, weil ich meine letzten Energiereserven tatsächlich dann auf die Augen und Hände und Füße und was auch immer legen soll, auf die Pro packen. Oder wie sagt man das so schön? Popometer. Okay, hey, ich habe immerhin eine Sektor-Bestzeit, auch wenn diese nur 2 Hundertstel sind. Wow. Geht's nicht weiter. Sektor 3 halt. Guck mal, Sektor 3 habe ich so viel liegen lassen. Beziehungsweise da hat Viper einfach so viel gut gemacht. Guck mal, Viper ist der Einzige, der da so eine kranke Zeit gefahren ist. Echt, dem nicht zugucken. Hey, Lewis Hamilton wird noch angestopft. Ja, aber der ist doch. Aber wenn ich auf ihn draufgehe, dann ist er in der Box. Ja, ist er auch. Echt, das ist echt heftig. Viper, wo hast du bitte Bosberg deinen Cut gezogen? Cut? Ich glaube, Viper ist die Moto-Variante gefahren. Ja, aber auch dann die eine Kurve weit außen halt. Nee, aber gerade im letzten Sektor, da liegt halt echt viel Zeit begraben, das ist schon richtig. Wer ist denn da noch auf dem Track? Wer ballert denn da? Weiß gar keiner auf dem Track, aber ich kann ihn auch mal wieder wissen. Irgendjemand fährt noch. Michel fährt doch hier noch rum. Nein. Doch? Nein. Hey, bei mir auch. Er fährt Michel hier rum, ganz langsam. Dann haben wir irgendeinen Mismatch, weil ich fahr definitiv nicht mehr. Okay, bei mir fährst du schon noch rum. Aber es ist eh noch 20 Sekunden, bis es weitergeht. Okay. Oder fertig ist. Jetzt wird bei mir alle Fahrer durch, seitdem ich auf Michel gegangen bin. Also bei mir fährt Michel hier rum, könnt ihr gehen bei mir in der Aufnahme. Ich kann gar nicht mehr durchswitchen, bei mir ist Lewis Hamilton Schluss. Ach so, ja, meine KI fährt da noch rum, weil mein Benzin leer war. Ja, das kann gut sein. Aber ich selber kann nichts mehr machen, also. Ja, aber. Ja, der fährt da bestimmt noch, stimmt. Ja. Der muss ja nach Hause schleichen. So, jetzt aber. Alles klar, alles gut. So. Da haben wir es. Ah ne, halt, Googie hat ja heute Angesage gemacht. Dann Googie, schieß los. Ja, wir müssen doch noch die Teambesprechung machen. Achso, das machen wir ja noch. Stimmt. Genau, wir gehen jetzt nämlich noch ins Rennen, also zur Startaufstellung und machen die Teambesprechung. Die kommt jetzt nämlich noch am Ende. Wir gehen trotzdem ganz kurz vielleicht die Startreihenfolge durch. Viper holt sich eine phänomenale Pole mit der 1:21er-Zeit. Danach kommt dieser Typ, der nur rumheult. Keine Ahnung, was bei dem schiefgelaufen ist. Dann auf Platz 3 der Michel, dann Pace. Dann der Lewis Hamilton, dann Nico Rosberg, also Mercedes ganz stark, dann beide Fahrer, also so, das ist echt komisch, wir haben ja aber die Boliden angeglichen, ne? Ne, okay. Dann Ricardo, dann der René, dann Strich. Ja, dann komme ich. Ja, genau, Lukas ist das Nächstes. Ja. Und dann, ich glaube, Googie war 17. oder so, ne? Ich glaube, 16. gerade so rausgekommen. Und Kai war 12. oder? Kai war direkt hinter Lukas. Okay, gut. Okay, ja gut, dann würde ich sagen, dann machen wir einfach direkt weiter. Und ich move währenddessen schon mal die ganzen Leute. Genau, move uns schon mal in die einzelnen Channels. Ich würde einfach so sagen, dass jedes. Ja, okay, jetzt sind sie zu schon spät. Weg. Ja. Zu spät. Aber die noch da sind. Cookie, war doch mal kurz. Okay. Ich würde einfach sagen, ja, weil wir machen das zum ersten Mal, deswegen ja Planung in der Folge. Jeder macht einfach auch, weil es ja eh der Schluss ist, verabschiedet sich einfach und dann machen wir einfach so oder so 5 Minuten Pause bis zum Rennstart und dann hat jeder mehr genug Zeit. Also ne? Genau, wir verabschieden uns in unseren Teambesprechungen, ja. Genau. Okay. So würde ich das machen. Also und dran denken, nicht weiterdrücken, ne? Sonst ja, nicht weiterdrücken, auf keinen Fall, ja. Mhm. Okay. Move mich. Na komm, move! Du bist jetzt der Letzte. Nee, Kai ist noch hier. Moin. Das ist er weg. Ich meine, der rauskommt. Kannst du mich mal moven jetzt, meinem Teamkollegen? Wie man ihn nervös machen kann. So. Also, Teambesprechung. Also nochmal kurz zum Hinweis, warum und wieso wir das jetzt machen und warum wir das nicht in der
Rennfolge machen, die morgen kommt. Das liegt einfach daran, dass wir einfach auch noch irgendwas Cooles ins Qualifying reinpacken wollen. Außerdem wäre dann die Rennfolge ein bisschen zugepackt, weil da gibt es dann eben die Teambesprechung geben, plus die Nachbesprechung, plus das Rennen. Das wären wir irgendwie zu viel und deswegen wollten wir das einfach am Ende jetzt immer dann noch die Taktik fürs Rennen besprechen. Und ja, ihr könnt euch dann einen Tag Gedanken darüber machen, ob unsere Taktik wirklich Sinn macht oder eben nicht. Ja, mir schlägt davor, ich starte ja ziemlich weit vorne, die angefahrenen Softreifen, dann nochmal Soft und dann auf die harte Mischung zu gehen. Ja, mir hat er ursprünglich vorgeschlagen, hart und zweimal Soft zu fahren. Ich weiß aber nicht, wie gut das meine Mediums sind. So, er sagt ja verpflichtende Reifen, Medium und Hart, heißt das, man muss beide einmal fahren, nee, oder reicht einen davon? Einen davon, aber sehe ich irgendwo, wie viel der Reifen abgenutzt ist? Ne, leider nicht. Ja, das ist eine gute Frage, also das Ding ist, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach zwei, also erstmal die eine Taktik, weil wir haben halt komplett verschiedene Strategien, müssen wir gehen. Das heißt, wir machen erstmal meine Taktik, dann deine Taktik vielleicht, oder erst deine und dann meine. Ja. Bei dir, machen wir erst bei dir ist einfacher. Dadurch, dass Katalonien eine extreme reifenzerfressende Strecke ist, würde ich dir vorschlagen, du startest auf den harten Reifen, weil du stehst eh relativ weit hinten im Grid. Also wirklich von uns menschlichen Fahrer als allerletzter, KI ist egal, also versuche einfach auch bei der KI, ja, steck eher zurück, ist egal, du gehst einfach jetzt die Taktik, du nimmst hart, versuchst den ersten Stint übelst lange zu ziehen und dann würde ich am Schluss einmal weich, oder? Zweimal soft, oder versuchen dann zweimal soft, nee, also versuch nicht, du musst auf jeden Fall zwei Stops machen, da kommst du nicht drum. Also ich würde wahrscheinlich Sinn machen, würde wahrscheinlich hart, soft, soft, würde ich machen an deiner Stelle. Ja, hey, zwei Stops, hart, soft, soft. Und wenn du merkst, dass der Soft, also beim zweiten Stint, der Soft zu schnell abbaut, kannst du immer noch auf Medium den letzten machen. Weißt du, was ich meine? Ja, verstehe schon, ja. Und bei mir ist es jetzt so, also ich muss auf den Soft starten, die ja schon ein bisschen abgefahren sind. Ja, aber warte mal kurz, was ist, wenn ich habe nämlich kein Medium im Qualifying gehabt, das heißt, ich habe da noch einen frischen über. Also wenn ich mit dem Medium starte, weil ich komme mit dem Hart nicht zurecht. Achso, die Softs sind alle schon abgefahren. Nee, da hast du noch einen frischen, oder? Nee, ich habe noch frische. Aber ja, ich habe also auch ein frisches Medium. Ich komme aber mit den harten Reifen nicht zurecht, mit den härtesten. Da habe ich meine Probleme. Achso, du willst quasi. Achso, du könntest auch Medium, Medium, Soft fahren. Nee, Medium, Soft, Soft. Ich habe nur ein Medium zur Verfügung. Das würde ich nicht machen, Gugi. Das schaffst du nicht. Nimm dann lieber den harten, ohne Flachs. Nimm den harten und dann Soft, Soft. Oder halt, wenn der eine Soft nicht reicht, auf Medium. So, ich werde jetzt auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall mit Soft starten, dann werde ich auf den harten gehen, den mittleren Stint. Und wie viele Runden sind das jetzt da hinten? Da steht gar nicht, wie viele Runden das sind, ne? War doch jetzt hier. Gugi, bist du noch da? Ja, ich bin gerade nur am Schauen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich... Ups, nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich gehe in der siebten rein. Ich hoffe, das reicht dann. Oder ich gehe in der rein. Ich glaube, das macht sogar mehr Sinn. Und was startest denn du? Mit Soft, mit den angefahren. Muss ich ja. Wie sieht denn eigentlich das Wetter aus? Ich glaube, ich mache das eher so. Ich fahre 6 Runden. Und am Ende sind es dann, welche Runde ist 25? Sind dann bei mir schlägt das sogar als hohes Reifenmanagement, das geplant ist, nur einen Einstopp vor. Mit Hart und Medium. Ja, könnte man auch probieren. Einmal Hart, einmal Medium. Ich kann wär von hinten bestimmt nicht schlecht sogar. Ja, ich lasse mal die Standardstrategie. Die ist nämlich Hart, Medium. Und er sagt für die Session-Vorhersage alles bewölkt. Ja. Also du nimmst jetzt Hart und dann Medium und fertig, also ein Stopp. Genau. Ja, das ist aber eine gute Strategie von hinten, glaube ich. Wenn du dann halt wirklich aus den KI-Fehlern, keine Fehler mit der KI machst, sollte das eigentlich passen. Also das ist schwer, weil die KI teilweise richtig aggressiv fährt. Ja, ich lasse die Strategie so. Also ich fahre soft, gehe in der 6. Runde bereits rein, hol die Harte und gehe dann in der 25. rein. Du wirst ja wahrscheinlich irgendwann im... Wann wirst du reingehen, in welcher Runde? Bei mir sagt er Runde 19 stoppern. Ja, also da geben wir auf jeden Fall schon mal komplett andere Strategien. Normalfall, wenn natürlich kein Zwischenfall passiert. Ja. Nee, ich würde einfach, ja, ich würde die Strategie so lassen. Den Grund, warum ich jetzt die Harten nicht am Schluss fahre, ist einfach der, dass ich
dass ich, wenn ich die Harden im Mittelsektor habe, dann kann ich halt gucken und variieren und kann dann gucken, okay, vielleicht baut es zu sehr ab oder wie auch immer, dann kann ich vielleicht eher noch auf Mediums gehen am Ende statt auf Soft, je nachdem, wenn ich was vorziehen muss oder nicht oder was anpassen oder so. Gut, Sprit nehme ich halt, ich weiß nicht, Spritverbrauch kann man eigentlich durch Shortshiften, kann man hier gut Sprit sparen, glaube ich. Ich gehe mit 34,6 Runden, gehe ich ran. Ich bin einfach mir sicher, dass ich knapp ein bisschen über mehr als eine Runde mitnehme. Ich gehe mal die Strategie, die ich in der letzten Saison mal immer gegangen bin. Da bin ich ja immer die Strategie gegangen, wenig Gewicht am Anfang. Das heißt, immer richtig viel Fett, immer ganz fette Mischung. Und deswegen nehme ich jetzt einfach mal genau 33 mit. Ich bleib bei 34, oder? Weil ich kann diese Strategie nicht gehen. Ich habe die KI vor mir. Ja. Nee, ich mache 33,4. Nehmen wir mal 33,5 Runden. Also nehmen wir ein bisschen mehr mit. Ja gut, ich würde sagen, so passt es. Ja, ansonsten, hast du noch was? Ich glaube, Strategie sollte eigentlich passen von uns. Nee, ich glaube, sonst gibt es nicht mehr. Also irgendwas im Rennen. Ich glaube nicht, dass man da also, irgendwie etwas... Ich glaube, die Grundstrategie steht fest bei dir, macht es auf jeden Fall Sinn. Ja. So wenig Stops wie möglich, so harte Mischung wie möglich. Ich muss natürlich mit Soft starten. Und deswegen lasse ich die Strategie mal einfach so stehen. Runde 6, Runde 25. Ist der Plan. Also sollte passen. Wetter soll bewölkt bleiben. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir raus mit dem Qualifying. Und morgen gibt es dann bereits das Rennen. Startposition 2 für mich. Guki räumt das Feld von hinten rauf. Ich denke mal, das Ziel ist einfach, dass wir beide in den Punkten sind am Ende, oder? Das wäre ja, das auf jeden Ziel. Zumindest mal eine Steigerung will ich haben von letztes Mal. Es muss zwar noch nicht direkt in die Punkte gehen, aber ich will unter den Top 20 auf jeden Fall mal landen. Beziehungsweise weiter vorne unter den Top 20. Also ich muss sagen, mein Ziel diesmal ist, obwohl ich jetzt eine Position besser starte wie in Brasilien, ist mein Ziel eher tatsächlich schlechter. Also ich sag mal so, wenn ich in der Top 5, bin ich ganz ehrlich, Top 5, bin ich zufrieden. Ich bin froh, wenn ich so unter 15 bin. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil, wie gesagt, ich bin nicht mehr drin im Spiel. Ich komme im Auto nämlich überhaupt nicht klar. Also jeder, der meines nicht sieht, merkt, dass ich deutlich meine Probleme habe. Mhm. Und drum, ich will mich einfach jetzt von Rennen zu Rennen steigern. Also ich sag mal so, Guki, wenn du es schaffst, kein Problem mit der KI zu kriegen. Ich meine, KI ist halt echt immer so ein Zufallsfaktor. Ja, das wissen wir, da kann man nicht sagen, okay, du bist scheiße, sondern die KI ist halt immer ein bisschen schwierig. Aber wenn du es schaffst, der KI ein bisschen aus dem Weg zu gehen, eher mal vielleicht auch Geduld zu haben und dann vorbeizugehen und dann mit der Strategie, ich glaube schon, dass da auf jeden Fall so Richtung Top 10 ist, glaube schon drin. Aber ich will ja keinen Druck machen, wie du schon sagst, dein Ziel ist eine Steigerung zu Brasilien, das ist auf jeden Fall, finde ich, der richtige Ansatz, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich gebe auch ehrlich zu, ich versuche jetzt zukünftig wieder ein bisschen mehr zu üben, dass ich einfach wieder ins Spiel reinkomme. Ist jetzt eher auch kein Geheimnis. Also ich muss irgendwie wieder einen Weg zurückfinden ins Spiel und dann schaffe ich auf jeden Fall wieder auch ungefähr die Performance, die ich letztes Jahr hatte. Alles klar. Ja gut, also wir sind raus an dieser Stelle. Wir hoffen, dass ihr auch morgen wieder dabei seid beim Rennen. Drückt uns die Daumen dem deutsch-österreichischen Duo. Ja, ja. Das südländische Duo. Das ist einzigartig hier bei uns. Ja, das gibt's ja, vor allem, wir sind die zwei südländigsten, also die südlichsten gelegenen. Das stimmt. Muss man auch mal berücksichtigen. Ich komme aus dem Südbadischen und du kommst aus Österreich. Genau, aus dem Herzen. Aus dem Herzen. Gut, also wir sind jetzt auf Weg raus. Also bis morgen. Ciao. Bis morgen, ciao.